Stopp, schling, schmatz, schlabber, schlürf, 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 oh mein Gott, stopp, schling, schmatz, schlabber, schlürf. Okay. Wir haben fertig gestopft, schling, schmatz, schlabber, schlürft. Jo. Heute war ein anstrengender Tag. Ich sollte früh ins Bett gehen. Wir haben heute einiges erlebt, was? Aber weißt du was, das hat mir richtig Spaß gemacht. Klar, da war diese eine große Enttäuschung. Aber es war unsere erste Erkundungstour. Ich dachte die ganze Zeit, ich platze gleich vor Spannung und Vorfreude. Da wurde mir klar, dass es richtig war, Mitglied in einem Erkundungsteam zu werden. Ich bin mir sicher, dass ich eines Tages das Geheimnis meines Reliktfragments lösen werde. Das ist mein großer Traum. Wenn er jemals wahr wird, falle ich vor lauter Freude bestimmt in Ohnmacht. Hahaha. Ja, wahrscheinlich. Oh Mann, ey. Aber im Ernst, danke. Wow. Dass ich auf Erkundungen gehen kann, verdanke ich dir, Doki. Ja. Sei tapfer. Sei so tapfer wie noch nie. Ich bin der größte Angsthase und trotzdem habe ich es geschafft, meinen Mut zusammenzunehmen. Und das alles nur, weil du dabei warst, Doki. Wirklich, Doki, danke. Oh ja, weißt du, ich habe nachgedacht. Mir ist etwas in dem Schwindel einfach aufgefallen, Doki. Anscheinend berührst du immer gerade irgendwas, wenn sie kommen. Ja, das stimmt. Durang hat recht. Als ich Azure schreien hörte. Tut uns leid, dass wir gestört haben. Vielen Dank. Und auch das andere Mal. Hoppla, Entschuldigung. Als wir die Wasserhöhle erkundeten. Gut. Kannst du es mal versuchen, Doki? Kannst du es mal versuchen, Doki? Stimmt eigentlich. Es stimmt. Es passiert immer, nachdem ich etwas berührt habe. Dann kommen diese Schwindelanfälle. Wenn ich etwas berühre, sehe ich etwas, das damit in Verbindung steht. Oder? Da ist noch eine Sache. Als wir Azure gerettet haben, hattest du eine Vision aus der Zukunft. Aber dieses Mal hattest du Knuddeluff in die Höhle gehen sehen, richtig? Das heißt also, diesmal hast du etwas gesehen, das in der Vergangenheit passiert ist. Das stimmt. Anders gesagt, Doki, wenn du eine Person oder einen Gegenstand, der dir gehört, berührst, siehst du etwas aus der Vergangenheit oder Zukunft. Du musst eine besondere Fähigkeit haben. Aber das könnte wirklich etwas ganz Außergewöhnliches sein. Du könntest sie für vieles verwenden. Nicht nur für Erkundungen. Diese Fähigkeit könnte alles für alles Mögliche nützlich sein. Es ist fantastisch, Doki. Naja, das stimmt wohl. Aber das heißt nicht, dass ich jedes Mal eine Vision bekomme, wenn ich etwas berühre. Es wäre nützlich, wenn ich Visionen haben könnte, wann immer ich will, aber... Hey, ihr zwei! Der Geldmeister will ich sofort sehen! Okay. Geldmeister, hier ist die Pokerpakt. Oh Gott. Geldmeister, Geldmeister. Hallöchen. Euer Team hat heute viel durchgemacht. Oh ja, eine Menge. Ich weiß gar nicht mehr, wie habe ich denn gesprochen? Scheiße. Shit, ich weiß es nicht mehr. Aber keine Sorge, ich behalte eure Aktivität im Auge. Ich sollte euch sagen, warum ich euch gerufen habe. Wir haben vor, bald eine große Expedition zu unternehmen. Eine Expedition? Ja, die Gelde wird einen Ort erkunden, der sehr weit entfernt liegt. Das ist viel schwieriger als eine Erkundungstour in der Nähe. Darum müssen wir uns gut auf diese Reise vorbereiten. Wir wählen sorgfältig aus, welche Geldmitglieder auf die Expedition gehen werden. Na, wirklich? Normalerweise würden wir niemals im Leben in Erwägung ziehen, Neulinge als Mitglieder für eine Expedition zu wählen. Aber ihr zwei gebt euch so viel Mühe. Darum machen wir diesmal eine besondere Ausnahme. Wir haben beschlossen, euch in die Liste der Kandidaten für die Expedition aufzunehmen. Wirklich? Na. Ihr seid noch nicht als Expeditionsmitglieder ausgewählt. Bis zur Expedition ist noch Zeit. Wenn ihr bis dahin keine gute Arbeit leistet, könnt ihr nicht damit rechnen, für die Expedition ausgewählt zu werden. Oh, ich bin mir sicher, ihr zwei könnt es schaffen. Gebt euch Mühe. Ja. Eine Expedition, ist das nicht fantastisch, Doki? Ich habe plötzlich Herzrasen.
tun wir unser Bestes, damit wir ganz sicher für die Expedition ausgesucht werden. Natürlich! Ja! Cool. Kapitel 6. Team Totenkopf. Ach Gottchen. Der nächste Morgen. Aufgestanden und ab dafür! Es ist morgen! Oh nee, nicht schon wieder. Guten Morgen, Toki. Morgen. Ja. Ein bisschen müde bin ich ja, ne Leute? Schlimm. Schlimm! Ahem, wie schon erwähnt, gibt es weit im Osten einen See. Um diesen See gibt es ungelöste Rätsel. Wir hoffen, dass wir diese Rätsel lösen können. Und daher plant unsere Regel zum ersten Mal seit längerer Zeit wieder eine Expedition. Eine Expedition, sagst du heuer? Bitte, heuer. Heuer, slack mal wieder. Aber das heißt, ihr werdet alle wieder aus allen von uns die Mitglieder für die Expedition auswählen, oder? Ah, genau. Wir werden einen Tag aufbrechen. Ach nee, warte mal. In den nächsten paar Tagen werden wir die besten Lehrlinge auswählen. Die erstgewählten Mitglieder werden als Expeditionsteam bilden. Geht euch Mühe, dann werdet ihr vielleicht für eine Expedition ausgewählt. Oh, weia, ja, das ist aufregend. Hm. Oh, ja, weia. Oh, ich war noch auf keiner Expedition. Ich würde diesmal wirklich gerne mitgehen. Oh, ja. Versuchen wir unser Bestes, damit wir ausgewählt werden. In Ordnung, Pokémon. Geht eure gewohnte Arbeit nach. Oh, Mann. Hurra! Na, ihr beide. Heute möchte ich, dass ihr... Okay. Das reicht für das Erste. Okay. Heute sollen wir uns also um die Jobs kümmern, die am Job-Infobrett und am Ganoven-Infobrett aushängen. Versuchen wir, so viele Jobs zu erledigen, wie wir können. Dann müssen sie uns einfach ins Expeditionsteam aufnehmen. Sehen wir gleich nach, Doki. Sieh mal, dieses Pokémon. Hey. Oi. Ja, zwei. Die beiden. Warte, haben wir die nicht schon mal gesehen? Kann sein. Oh, bildet euch nicht drauf ein, ihr hattet nur einen Fingerklick. Genau, merkt euch das. Ja, genau. Auf jeden Fall. Anfängerglück. Mhm. Ich weiß wieder. Das sind die beiden Alunken, die mein Reliktfragment gestohlen haben. Was macht ihr denn hier? Du sollst wissen, dass wir auch ein Erkundungsteam sind. Das ist so seltsam daran, wenn ein Erkundungsteam das Job-Info-Brett anliest. Was? Ihr seid ein Erkundungsteam? Genau. Auch wenn unsere Methoden nicht immer vorschriftsmäßig sind. Aber wenn ich für eine was für eine Überraschung? Warum seid ihr denn hier? Wir wollten Erkundungsteammitglieder werden. Also trainieren wir in der Gilde. Ja, was? Ihr wollt ernsthaft Erkundungsteammitglieder werden? Du, da komm mal eben mit. Was ist, Jetzt verstehe mich bitte nicht falsch, aber das mit dem Erkundungsteam solltest du besser vergessen. Ja, was? Warum? Ja, weil du zu ängstlich bist, du erschrickst leicht. Für eine Memme wie dich ist das Erkundungsteam nichts. Aber... Es stimmt, dass ich ängstlich bin, aber... Aber darum trainiere ich, um meine eigenen Schwächen zu überwinden. Im Moment arbeite ich daran, für die Gildenexpedition ausgesucht zu werden. Oh, eine Expedition, sagst du? Ja, nur der Wille reicht aber nicht. Ohne Talent wirst du kaum ins Expeditionsteam gewählt werden, oder? Im Grunde geht es um Talent, nur um Talent. Das sagst du. Du redest zwar viel über Talent, aber welche Fähigkeiten hast du denn? Ihr seid so schwach, dass sogar wir euch geschlagen haben. Boah, tja, da hatten wir unseren Boss nicht dabei. Boss? Ja, genau. Den Totenkopf unserer Erkundungsteam hat 3 Mitglieder. Unser Boss ist extrem talentiert. Man kann sagen, er ist knallhart. Wenn der Boss dabei wäre, würden wir euch zertreten wie ein Wurm. Aha, wo wir gerade vom Boss reden, ich kann gerade riechen, dass er kommt. Riechen? Hier ist der Boss. Ach ja.
Verschwinde aus dem Weg! Oh, Doki! Oh Gott! Ja, was ist das für ein fürchterlicher Gestank? Das stinkt wie vergammelter Käse. Oh, das ist ja ekelhaft. Ja. Meine Augen brennen. Aus dem Weg, oder willst du wie dieses Waschlappen da drüben enden? Oh nein. Ja, Boss. Du hast ihn gezeigt, Boss. Du bist der Beste. Ja, schon gut. Also ihr zwei. Habt ihr irgendwelche Jobs gefunden, die Moneten bringen? Job-Info-Branding, nur billige Jobs. Dafür gibt es etwas anderes, Boss. Das könnte eine ganz große Sache werden. Was, eine Expedition der Gilde? Das hört sich ausgezeichnet an. Nicht wahr? Und wir müssen ein paar Vorbereitungen treffen. Kommt schon, gehen wir. Ja. Okay, was ist denn mit denen, Alter? Was glotzt ihr so? Das ist keine Unterhaltungsshow. Ihr müsst doch nie was schlimm. Okay. Alter Vater, was ist denn mit denen, ey? Alles okay, Doki? Ich muss erstmal duschen. Gut, du scheinst nicht verletzt zu sein. Trotzdem war das wirklich fies. Ich habe mich nicht getraut, ihm meine Meinung ins Gesicht zu sagen. Und das, obwohl er dir wehgetan hat, Doki. Ich schäme mich dafür. Sie haben recht, ich bin ein Waschlappen und ein Angsthase. Angsthase! Du hast wahrscheinlich recht. Ich bin wirklich ein Angsthase. Aber das weiß ich schon lange. Ich habe beschlossen, dass ich trotzdem mein Bestes geben kann. Auch wenn ich nicht so mutig bin. Wegen so etwas werde ich nicht das Handtuch werfen. Ich werde mir meine gute Laune nicht verderben lassen und nicht aufgeben. Danke, dass du mir die Wahrheit gesagt hast, Doki. Gehen wir jetzt fürs Erste besser unseren gewohnten Arbeiten nach. Heute sollen wir uns... Ja, ich weiß. Halten wir uns fest daran. Jo, machen wir. Wir haben noch Stachelberg-Mission offen. Stachelberg. Royal-Gummi, okay. Und Stachelberg? Stachelberg. Eine B-Mission, noch eine B-Mission. Noch eine B-Mission. Wasserfallhöhle. Oh mein Gott, ich mach die Wasserfallhöhle. Ja, wir machen die Wasserfallhöhle. So, Starrele, die festnehmen. U4, U5, Corazon und U6. Hol das Diebesgut zurück. Schale losbesiegen, okay. Dim, dim. Dim, 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 dim. Dim, 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 dim. Oh mein Gott, ist es nicht so, hoio. Ein schöner Tag, ist es nicht so. Ein Bandikativ-Café hat jetzt geöffnet. Dieser schöne Laden quält über vorne Hoffnung und Träumen, ist es so? Hoffnung und Träumen? Ja, genau. Oh nee, warte, das ist grau? Hey, warum kommt ihr nicht rein? Das ist nicht so schüchtern. Ich kann mir darunter nichts vorstellen. Warum schauen wir nicht einfach mal rein? Wir haben es vergessen, ja. Eigentlich wollte ich den Part gleich beenden, nachdem ich einkaufen war, okay. Wieso gibt's denn jetzt momentan so viele Sidequests-Dinger oder Side-Sachen so? Wow, ganz schön geräumig. Hei, hei, hei. Hallo, willkommen im Bandi-Café. Mein Name ist Bandi, mir gehört das Café. Ein Café für Erkunder, die ohne Unterlass auf der Jagd nach Neuigkeiten sind und ständig neue Herausforderungen suchen. Ein Kaffee für Erkunder? Ja, ganz genau. Nach den Strapazien einer Erkundung ist es das Schönste auf Erden, einen leckeren und gesunden Drink zu genießen. Deswegen ist es unsere eine Ehre, Erkundern diesen Service anbieten zu können. Und wir hoffen, sie dabei zu beglücken. Heute ist die große Eröffnung. Ihr glaubt mir, euch herumzuführen. Ich will nicht. Das ist die Saftbar. Ihr habt doch auf euren Erkundungen garantiert bereits Gummischnäpfe gefunden, nicht wahr? Hier könnt ihr aus diesen Dingen die leckersten Drinkkreationen. Was? Könnt ihr aus diesen Dingen die leckersten. Okay. Ihr gebt mir Pandia einfach die Zutat und ich verwende mein Gönnen, um euch köstlichen Drink zu mixen. Wirklich? Ah, bringen wir dir einen Apfel? Würdest du also einen Apfeldrink
daraus machen, wenn ich richtig verstanden habe. Stimmt, genau. Ganz genau so geht das. Und während ich euch des Drinks erfreut, könnt ihr entspannen und Erkundungsgeschichten mit den anderen austauschen. Kommen wir zur nächsten Einrichtung. Okay. Hier ist das Herzstück des Ganzen, der Wiederverwertungsladen. Ich werde ja bereits einige Items von euren Reisen mitgebracht, die euch kaum weiterhelfen, nicht wahr? Manchmal müsst ihr wirklich sogar Items wegwerfen, nur um wieder Platz zu schaffen. Ist das nicht verschwenderisch? Dabei sind sie mit Sicherheit andere Erkunder unterwegs, denen genau ein solches Item aus der Patsche helfen könnte. Aus diesem Gedanken heraus haben wir diese Einrichtung gegründet. Bringt eure überflüssigen Items hier und tauscht sie gegen etwas Nützlicheres ein. Klingt gut, oder nicht? Was dem einen Pokémon nichts ist, ist dem anderen alles. Stimmt's? Ich dachte, das ist doch lustig, Erkunden einen Treffpunkt zu bieten, an dem sie Items miteinander tauschen können. Niemand soll mir ein Item wegwerfen müssen und dabei denken, was für eine Verschwendung. Darum geht es. Wenn ihr also eine Ansammlung entbehrlicher Items habt, macht Gebrauch vom Wiederverwertungsladen. Und das Tollste ist, für das Wiederverwerten gibt es manchmal sogar Price-Tickets. Die machen eine Menge Spaß. Ich weiß, das war jetzt ein ganz schön hastiger Rundgang. Aber ich hoffe, ihr habt einen Eindruck gewinnen können. Wow, der Laden ist ziemlich spaßig aus. Sieht ziemlich spaßig aus. Ich danke euch. Mein Ziel ist es, einen Raum der Hoffnung und Träume zu bieten, in dem sich Erkunder treffen und austauschen. Ich hoffe, euch bald wieder hier im Pandiercafé begrüßen zu dürfen. Ja, irgendwann vielleicht mal. Okay. Och Mann, dein Ernst jetzt? Oh, Doki. Warst du gerade im Café? Es trifft sich hervorragend. Um ehrlich zu sein, habe ich eine Bitte an dich. Bisher haben die Teammitglieder, die du mit der Erkundung, auf die Erkundung mitnehmen wolltest, hier immer bei dem Wasserloch gewartet. Aber jetzt, wo das Café gerade geöffnet ist, da waren alle der Meinung, dass es wäre schöner, entspannt im Café zu warten. Das verstehe ich vollkommen. Ich meine, ich verstehe, dass sie das so sehen. Nun, Doki, wie denkst du darüber? Würdest du dich mit deinen Teammitgliedern auch im Café treffen? Natürlich. Dankeschön, Doki. Ich werde es allen mitteilen. Ich bin mir sicher, sie werden sich über alle darüber freuen. Oh, was hätte ich jetzt vergessen? Ich habe hier ein Schild platziert. Hast du es schon gesehen? Ja, habe ich. Oh, natürlich, Doki. Du musst die Glocke geläutet haben, denn dein Team hat sich bereits versammelt. Du weißt schon, wenn du diese Glocke läutest, dann komme ich mit von der Gilde hierher. Du kannst dein Team nach wie vor auch hier aufstellen. Wenn du dein Team also aufstellen möchtest, läute einfach die Glocke. Das soll es, Doki. Viel Erfolg für auf deine Erkundungen. Danke. Und jetzt, lass mich dieses verdammte Bad beenden. Meine Ohren sind nämlich gerade wieder am Abkacken. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ich weiß auch nicht, wie ich das beschreiben soll. Ist auch egal. Gut, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Haut rein.